Guten Morgen, meine Lieben. Ja, es ist noch sehr früh, gerade mal kurz nach 8. Ich habe die Kinder schon mal weggebracht und war mit dem Hund im Wald. Nur gefrühstückt habe ich noch nicht. Und da habe ich jetzt so leckere Ciabatta-Brötchen entdeckt und habe gedacht, oh, das passt. Die backe ich mir schnell und dann kann ich lecker frühstücken. Ich hoffe mal, dass es euch auch so geht, dass ihr da Lust drauf habt. Dann können wir das jetzt gemeinsam machen. Und zwar brauchen wir als erstes 250 Gramm Wasser. Und einen halben Würfel Hefe, frische Hefe. Die Krümelchen hier auch noch mit rein. Und das sollen wir jetzt erstmal 2 Minuten, 37 Grad, Stufe 2 erwärmen. So, die Hefe hat sich schön gelöst. Jetzt kommt Mehl dazu, und zwar Typ 550. Und da sollen wir 350 Gramm nehmen. Und dann brauchen wir Hartweizengrieß, 150 Gramm. Ein Teelöffel Salz. Und Öl, und zwar Olivenöl, 20 Gramm. Ich hoffe mal, das sind bei mir noch 20 Gramm. Wenn nicht, muss ich auf mein Rapsöl zurückgreifen. Wegen 5 Gramm, naja. Jetzt. So, das war es schon alles. Das lassen wir jetzt. Eine Minute, Deckel verschließen, auf Teigknetstufe kneten. Dann sollen wir es umfüllen, an einem warmen Ort 30 Minuten gehen lassen. Und den Backofen können wir schon auf 250 Grad über Unterhitze vorheizen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich möchte euch gerade noch geschwind den Teig zeigen. So sieht er aus. Und den werde ich jetzt umfüllen und dann darf er, wie gesagt, 30 Minuten gehen. So, Hallöchen, meine Lieben, da bin ich wieder. Die halbe Stunde ist rum. Ich wollte euch mal zeigen, wie toll der Teig gegangen ist. Seht ihr das? Ganz toll. So, ich werde es jetzt mal hier rausplöppen lassen, falls es geht. Jawohl. Hängt zwar noch ein bisschen was dran, aber das ist nicht schlimm. Das kratze ich hier gerade mit meinem Spatel noch ein bisschen weg. So. Jetzt sollen wir uns aus dem Teig 10 Brötchen formen. Dazu werde ich erstmal meinen Teig in so eine Rolle machen. Ich hoffe mal, ihr könnt es erkennen. Und werde mir dann 10 Teile, 10 Stücke abteilen. So Pi mal Daumen, ich werde es jetzt nicht großartig abwiegen. Habe ich hier 10 Stücke. Und jetzt werde ich die erstmal versuchen zu so einer Kugel zu formen. Und dann so ein bisschen länglich, so ovalmäßig, wie eben ein Ciabatta-Brötchen aussieht, ja, das hinzukriegen. Und dann werde ich noch oben ein bisschen einschneiden und mal schauen, ob es mir gelingt. So. Mal hier eine Kugel. So, jetzt habe ich hier, wie gesagt, diese Kugel. Und jetzt werde ich versuchen, das noch ein bisschen so oval zu machen. Also so. Das ist ein bisschen oval, könnt ihr das erkennen. Und jetzt schneide ich es noch oben ein.
einmal so längs. Ja, das mache ich jetzt mal mit allen Brötchen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, meine Lieben, das sind jetzt hier meine Ciabatta-Brötchen. Ich hoffe, ihr könnt sie erkennen. Die kommen jetzt in den Backofen. Ihr habt ja vorhin schon mal euren Backofen auf 250 Grad vorgeheizt. Meiner rattert hier auch schon vor sich hin. Und zwar sollen die jetzt 15 Minuten bei 250 Grad Ober-Unterhitze backen. Ja, und dann sind sie fertig. Dann sollen wir sie abkühlen lassen, ganz klar. Und dann können wir sie schon genießen. Und das mache ich jetzt. Jetzt kommen sie in den Backofen. So, meine Lieben, hier habe ich jetzt die fertigen Brötchen. Ja, und jetzt werde ich mir gleich mal eins schnappen, aufschneiden und probieren. Hört sich schon mal knusprig an. So sehen sie innen aus. Jo, ein bisschen Butter drauf. Und dann habe ich mir hier von meiner selber gemachten Kirschmarmelade ein Töpfchen aufgemacht. Werde ich dann gleich mal testen für euch. Wenn ihr übrigens auch mal ein Filmchen sehen wollt, wie ich die Kirschmarmelade selber mache oder überhaupt irgendwie eine Marmelade selber mache, könnt ihr es mich gerne wissen lassen. Dann drehe ich das für euch auch mal ab. Ist ganz einfach. Also das ist kein Hexenwerk. So, jetzt wird probiert. Also richtig heftig kross, knusprig sind sie nicht. Ich hatte sie jetzt 15 Minuten drin. Also ich finde sie vom Bräunungsgrad eigentlich ideal. Ich weiß jetzt nicht, ob die nicht knuspriger werden. Einfach vom Teig her, aber geschmacklich lecker. Werde ich bestimmt öfter machen. Ja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachbacken. Bleibt gesund. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.